So, Ladies and Gentlemen, gucken wir mal. Mein Vater will jetzt hier unten kämpfen und ich muss die Forschungsdokumente mir angucken und ich muss das Echo angucken. Wollte mein Vater nicht darunter hüpfen? Das folgende sind Forschungsunterlagen aus meiner Zeit mit Lord Petrius. Das Experiment der Unterdrückungsreaktion des Titanen unter Einfluss von Tranquilit hat ergeben, dass unser Ansatz praktikabel ist und gut funktioniert. Momentan schläft der Körper des Titanen, doch sein Bewusstsein scheint aktiv zu sein. Der Kontrolleffekt über die Kreaturen hält also an, wenn auch schwächer als zuvor. Tranquilit kann außerdem die Kommunikation zwischen dem Bewusstsein des Titanen und dem der Kreaturen gänzlich blockieren. Dies hat den Drang der Kreatur deutlich verringert, zur Oberfläche vorzudringen und hat die Aggressivität reduziert. Ein paar von ihnen sind sogar in ihrem vorherigen Verhalten zurückgekehrt. Nur für vollständig kristallisierte Kreaturen sowie für Felslinge hat sich nichts geändert. Später führen wir zusätzliche Experimente durch und stellten fest, dass Tranquilit unbeeinträchtigte Kreaturen davor schützen kann, von dem Geist des Titanen beeinflusst zu werden. Im Vergleich zu anderen Sternit ist der Effekt mehr als 80% stärker. Daher ist Tranquilit äußerst geeignet für die Fertigstellung der magischen Barriere. Ich erinnere mich noch gut an die Tragödie in der Mine. In der Mine kurz nachdem der Fluch ausgebrochen war. Durch sie wurde Marble dazu gezwungen, gegenüber Lord Petrius einzulenken. Damals hat Lord Petrius spekuliert, dass die magische Kraft des Fluches kurzzeitig die Versiegelungsvorrichtung gestört hat, wodurch Teile des Bewusstseins des Titanen hindurchdringen konnten. Jedoch sind die Versiegelungsvorrichtungen, die Lord Petrius vor dem Fluch eingesetzt hat, aller Wahrscheinlichkeit nach unbeschädigt. Ansonsten wäre die gesamte Stadt bereits dem Titan zum Opfer gefallen. In der Theorie kann der Einfluss des Titanen die Mine nicht verlassen, doch seine immense magische Energie sorgt dafür, dass jede lebendige Seele, die die Mine betritt, sofort zu seiner Marionette wird. Man muss nur einmal darüber nachdenken. Marble war äußerst nervös. Magie und Theologie sind die Grundpfeiler sämtlicher Forschungen. Zu Beginn hatte er uns sogar gedroht und uns verboten, die Auswirkungen der Amulette auf seinen Soldaten zu testen. Doch Lord Petrius hat seine Machenschaften durchschaut. Ich bewundere ihn wirklich zutiefst. Während unserer Forschungsarbeiten hier in den schillernden Tiefen haben wir wirklich viel erreicht. Ich konnte sogar eine Verteidigungsvorrichtung mit Tranquilit entwickeln, die auf den versiegelten Vorrichtungen von Lord Petrius basiert, die er vor dem Fluch bauen ließ. Sie ist jedoch kleiner und viel einfacher einzusetzen. Solange sich die Vorrichtungen an den drei Energieknoten der Mine befinden, kann der Einfluss des Titanen komplett ausgeschaltet werden und man kann die Mine betreten, ohne ein Amulett tragen zu müssen. Die Verteidigungsvorrichtungen können auch als sekundäre Verteidigung eingesetzt werden, falls der Einfluss des Titanen erneut die ursprünglichen Versiegelungsvorrichtungen durchdringt. Können sie ein weiteres Austreten verhindern? Lord Petrius meint, dass ich mir zu viele Gedanken um unwichtige Dinge mache, doch wir arbeiten hart, um den Fluch aufzuheben, sodass die Arbeiter ohne Angst Sternit abbauen können. Außerdem kommt der hochqualitative Sternenstaubwein, den Petrius sogar mag, schließlich ebenfalls aus der Mine. There's a defensive device here too, just like the one in the mine. There's some words on it. The Titan sealing devices left behind by our predecessors were the best source of inspiration. What could it mean? Das haben wir gerade gelesen. Sealing devices. Sealing devices. Could they have something to do with the source of the voice? This is the blueprint for the defensive device. But there's a drawing of another structure on it.
Looks similar to the defensive device, but bigger and more powerful. This must have been the inspiration behind the defensive device. Find any clues? Not yet. Ach, hier liegt ja noch mehr rum. Im Laufe unserer Forschung hat sich eine Kreatur als besonders herausgestellt, die Felslinge. Diese Bestien sind ausschließlich in den schillernden Tiefen aktiv und verfügen über einzigartige Gewohnheiten und Merkmale. Felslinge wurden zum ersten Mal nach der großen Explosion in der Mine entdeckt. Damals gab es nicht viele von ihnen. Und man begegnete ihnen nur äußerst selten. Erst als Lord Petrius und ich kamen, um nach Asterigos unsere Forschung fortzusetzen, mussten wir feststellen, dass die Felslinge die Mine geradezu besetzt hatten. Ihre Handlungen sind äußerst zielstrebig. Doch sie scheinen weder geschlechtliche Unterschiede aufzuweisen, noch offensichtliche Anführer zu besitzen. Dies sind die größten Unterschiede zu anderen Kreaturen. Nach meinen neuesten Forschungen konnte ich das Wesen des Titanen noch immer nicht hinreichend erklären, doch immerhin habe ich herausgefunden, wie er seinen Einfluss über diese Mine ausbreitet. Ursprünglich dachten wir, dass die Kreatur, die von ihm kontrolliert werden, gewalttätig und wahnsinnig werden. Doch nach ausführlicher Forschung haben wir diese Theorie verworfen. Der Titan kann nahezu jedes Wesen kontrollieren. Abgesehen von den Bewohnern der Mine und den Bergarbeitern, die die Stimme vernahmen, hat sich auch das Verhalten der Tiere verändert, die wir selbst mitgebracht hatten, nachdem der Titan ihr Bewusstsein übernahm. Diese Veränderungen scheinen zielgerichtet zu sein. Nach unseren Beobachtungen greifen die betroffenen Kreaturen niemals einander an, sondern nur diejenigen, die nicht unter dem Einfluss des Titanen stehen. Wir haben endlich Petrius' Forschungsstation errichtet. Von hier aus können wir sowohl die Situation im Riss als auch das mächtige Wesen im Auge behalten, Titan. Wenn es ein Wesen auf dieser Welt gibt, das den drei am nächsten kommt, dann ist es der Titan. Es scheint schier unendliche magische Macht zu besitzen. Auch wenn unsere Forschungen bisher nur oberflächlich waren, könnten wir eine Tatsache bereits mit Sicherheit sagen. Auf dem Körper des Titan befindet sich reiner Sternit. Bei dieser makellosen Energie muss es sich um den legendären Funken handeln. Mit ihm können wir den Nexus reparieren und sicherstellen, dass er selbst nach der Aspiration der Trinität nicht zerspringen wird. Die Felslinge auf dem Weg hierher waren jedoch äußerst aktiv. Ich musste den Tunnel mit Kristallisationsmagie versiegeln. Was bedeutet, dass es nun keinen Weg zurück mehr gibt. Vor dem Fluch war ich schon einmal mit Lord Petrius hier. Damals hatte der Titan noch geschlafen. Jetzt ist er nicht nur wach, sondern auch extrem aktiv. Das erklärt auch, warum die Anzahl der Felslinge so stark zugenommen hat und warum die Kreatur in der gesamten Stellarmine unter seinen Einfluss stehen. Die Kreaturin. Mit den Versiegelungsvorrichtungen muss etwas nicht stimmen. Nur so kann es sein, dass er erwacht ist. So, übrigens. Es ist ein Mess. Und es gibt von recent activity. More importantly, I found that they referred to the source of the voice as the Titan in a document. And from the looks of it, the Titan can't be defeated. It has powers far beyond any human. The Ephesians describe it as the essence of power and the source of magic. They think that the Titan has existed since before ancient Aethys, and even before the age of myths. Weiß nur, weil er zu faul ist, selbst zu lesen. With the current technology, the most they can do is sealed away in a state of slumber. Aren't you shocked? The existence of the Titan can completely overturn all knowledge of magic in Inbari. It's way more advanced even than the magic in Aethys. This is an astonishing discovery. Eumenides is always going on about these theories, so I had a general idea before coming here. The tranquilite mentioned in the document is a rare pink starite that has the effect of suppressing the Titan's consciousness. There are a total of three sealing devices around the rift that have been enhanced with tranquilite. Activating them at the same time forces the Titan to enter a state of slumber. The document also mentions that the Titan's body contains the purest form of starite. The spark. You seem very interested in the spark. I'm sorry, Commander. I know what you're going to say. You're still pursuing things other than the mission Ludwig assigned to you, aren't you? I'll discuss this with you later.
The spark is also my objective. If you need it too, then ever more reason to obey my command. I need your complete cooperation. Is that clear? I swear upon the icy north wind. Good. Are you ready? Nein, ich möchte die Kiste zerschlagen. How should we do this? Since our objective is the spark, finding a way to remove it from the Titan is crucial. There's no point relying on brute force to defeat a monster that's beyond comprehension. But we can think of a way to reactivate the sealing devices left behind by the Ephesians and put the Titan back to sleep. Then we'll be able to safely remove the spark from it. Right now, we have no way of knowing if it will be safe or not. In any case, let's head to the rift first. After that, we'll remove the obstacles that have been causing the sealing devices to stop working before retrieving the spark. Understood. I still need... Hurry. Ja, übrigens die Anzahl Schläge, die du brauchst, um das Schutzschild kaputt zu schlagen, verringert. Das habe ich in den Patch Notes gelesen. Ist wichtig. I should tell Papa before I go. Ich dachte, du bist eine starke Frau. Are you ready? Ja, ich bin bereit. Follow my command. Go, go, go! Ich möchte auch gerne so, so laufen können wie er. So laut. Keep going, don't fall behind. Ich bin schneller als du. Der fällt mir gerade ein. Mal ganz kurz gucken. Ich habe nämlich das Gefühl, dass wegen dem Patch das alles ein bisschen lauter geworden ist. Aber ich bin mir nicht sicher. Vielleicht bin ich heute einfach nur empfindlicher von meinen Ohren her. Ich wurde angetitscht. Das wurde übrigens auch gepatcht. Man kann jetzt schneller die Sterbeanimation überspringen. Ups. Go, go, go! Ach ja, und Rennen außerhalb des Kampfes sind keine Ausdauer mehr ab. Ja, hat jemand genau in die Statistik reingeguckt, wie häufig ich schon gestorben bin. Ich habe das Gefühl, dass die Angriffe schneller gehen. Aber wir haben auch in der Statistik gesehen vorhin, dass es gar nicht mehr so viele was will ich sagen? Da vorne ist noch ein Echo. Wenn ich jetzt mit dir in den Riss reingehe, da glaube ich, dass ich das Echo verpasse. Es gibt gar nicht mehr so viele Sphärenportale. Weshalb ich gar nicht mehr so weit vom Ende entfernt sein sollte. Toll, jetzt habe ich ihn da hinten angezogen.
geht doch. Komm runter. Hast du gerade kein Handtuch bei dir? Ich sitze auf meinem Handtuch. Damit, wenn irgendwas ist, kann ich sofort mit dem Handtuch weg. Musst du Handtücher tauschen, als es in der Wäsche. Was? Du wäschst dein Handtuch? Letzter Brief von Tanius und seiner Frau. Falls jemand diesen Brief findet, bitte sorgt dafür, dass Marissa ihn bekommt. An unsere liebste Tochter Marissa. Wenn du diesen Brief liest, heißt das, dass uns ein Unglück widerfahren ist. Unsere Expedition war nicht erfolgreich, obwohl wir Hilfe hatten. Sind wir zahlreichen Hindernissen begegnet. Aufgrund der offensichtlichen Gefahren haben wir keine andere Wahl, als diesen Brief zu schreiben. Wir hoffen, dass der Rest ist zu beschädigt, um ihn zu lesen. This is addressed to Marissa. I hope it can at least offer her some comfort. The luster from this ore is really rare. Luckily, it wasn't damaged. There it is. Look, an inscription carved by the people from the last era. Thanks to Petrius, the inscription is well preserved. Wait, are you complimenting him? Credit where credit's due. Anyway, let me study it. That's it. The ancient rituals and starite, it's all connected. It mentions a rare starite that has lots of pure energy. It must be the Nexus. And the rituals. Honey, something's wrong here. I'm almost done. Wait. Watch out! So. Das war der Moment, wo sie gestorben sind. Ich meine, sie mussten weg. Seh dich. Uah. Du kannst andere von dir rausholen. Na, wenigstens sterben die, sobald du auch tot bist.
bleibt die Frage, warum bin ich überhaupt hier? Wird das irgendwo hingehen? Ist das ein Rückweg? Ist das ein Geheimgang? Soll ich meinem Vater lieber folgen? Werde ich gleich explodieren? Scheiß, wo bin ich hier? Ach, ich bin einfach zu neugierig. Man möge mir verzeihen, da ich jetzt noch hier in die Ecke reingucke. War es der Start, wo wir runtergegangen sind? Das kann überhaupt nicht sein, weil sonst wären wir ja an den Riss da gar nicht unten. Oder doch? Ich versuche mich zu erinnern, was vor 2 Tagen war. Das ist ein Alternativboss. Sehe ich sofort. Na, Boss ist vielleicht übertrieben. Dieser Stein gibt eine warme und beruhigende Energie ab. Sagen wir Miniboss. Das ist doch Verarsche, oder? Mir war es, als wenn ich tot war. Von der anderen Seite ist auch viel zu weit. Ach so, da drüben ist der Start. Das ist nämlich der Typ, der betet. Von da sind wir reingekommen.
Nein! Ich habe aus Versehen Rollen gedrückt. Gott sei Dank ist der Tod hier ohne Konsequenzen. Außer, dass die Zahl halt hochgeht. Aber es scheint so, als wenn du da irgendwo runter musst und dann kannst du mich da rüber gehen. Da hinten ist nämlich auch noch Kristall zu klauen. Aber was du mit dem Ding hier machst, keine Ahnung. Darüber hüpfen kannst du nicht. Das ist, glaube ich, zu eng. Ja, leck mich. So. Wir reisen jetzt zurück wieder zu meinem Vater. Ich habe ja den Teleporter hier. Also komme ich ja relativ leicht wieder hier hin. Leider haben sie nicht eingebaut, da haben sie auch viel darüber beschwert, dass du über die Sphären nicht aufs Lager zugreifen kannst, sondern dass du mit der TUS immer im Hauptlager reden musst. Hat man ja auch mal umbauen können. Würde mich auch Sinn machen. Warum muss ich immer in die Zuflucht gehen, da mit der Lagertuse reden und dann da die, also den Kram rausholen? Das ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Papa, guck nicht ins Licht! Now that I'm so close, I feel so insignificant. The North Wind knows no fear. Follow it. Yes, Commander. Licht, der natürliche Feind von mir. Ah, das sah erst aus wie ein Ei. Aber er scheint doch mittelmäßig groß. Das sind die Verteidigungseinrichtungen.
Was? Ich soll ihn ablenken? Ja, ich sehe schon, wie mächtig ich bin. Ja, da darf ich echt erstmal gucken. Warum, das werde ich nie verstehen. Also entweder machst du doch die Teleporter in der Nähe vom Bossfight. Klar, du läufst jetzt halt hier eine Minute, aber trotzdem. Oder du machst das halt wirklich eine ganze Ecke weit weg. Ich denke mal, ich muss ein gewisses Areal verlassen, wenn der zum großen Schlag ausholt. Ah ne, ich muss das entriegeln. Ja, ärgere mich nicht. Jetzt erinnere ich mich. Ich habe erst versucht, gegen dich zu kämpfen. Toller Einsatz. Moment, könnt ihr nicht noch Loot sein? Du hältst ja durch, Papa.
Ja. Was soll denn passieren? Ich habe versucht auszuweichen und er schlägt mir mit der Hand ins Gesicht. Oh. Na, ja, ich habe auch gespielt, wie seine Macht versiegelt wurde. Ich habe auch gespielt, wie er mal die Fresse poliert hat. Super. Nochmal. Oh mein Gott, ist es so, als wenn täglich grüßt das Murmeltier. Oder fangen wir jetzt in Phase 2 an? Ja, scheiße. Nicht so pisst. Sonst verkaufen wir dich als Heilkristalle. Auf 9 Live. Bevor ich da runter gehe. Du machst das schon, Papa. Hill,
Hold, attack it while its attention's on me! Geht doch. Did we win? Klar, kein Problem, siehst du doch. Dreh ihn ins Gesicht. You did well. Your execution was almost perfect. Thank you. Was that approval? Not entirely. If we were to do it again, I'd take another approach and move to a position above it. I can do even better. Once is enough, and don't celebrate just yet. We haven't recovered the spark. Yes, sir. You look like you still have a lot to say. If you have any questions, make them quick. This place isn't safe. I could be wrong, but I just can't shake this feeling. You entered the Glittering Deeps alone, and you were after the spark from the Titan. Do the others know you came looking for the Titan? Yes, they do. Then maybe we can find the power to remove the curse by studying the Titan. There are many kinds of power. Powerful magic and the power to remove curses are different things. We can't even fully comprehend Asteragos. I don't think studying the Titan will help us complete the mission any faster. You're right. Do you have any questions? Eumenides needs you because he wants to hold the Trinity ritual again, right? I know how dangerous that ritual is. He's using you. Using us? Did you come to the mine solely because you knew I was here? It was because... I chose to come here. I wanted to help solve the Pit Village's problem. So, you're doing something that has nothing to do with your mission again. Not entirely. I came here looking for information about you. The people of the Pit Village said they saw an outsider and I thought it might be you. But you said it yourself. You wanted to help solve the Pit Village's problem. I'm just lending a helping hand. Also, there's no conflict between helping them and looking for you. In fact, I did find you in the mine. Regardless of who asked you to find the spark, you have now taken it upon yourself to get involved in the Pit Village's problems as well. How kind of you. Is your primary mission really to locate Operation Ashwind? I'll explain it to you another time. There's not enough time to do it properly right now. Do you have any questions? Even if I were to concede that maybe Eumenides really does want to save Aphis... If he really wants to help everyone, he should sit down and talk to Minerva about working together to save Aphis. That's impossible. Why is it impossible? His way of thinking is no longer like that of a normal person. It's not human because of the Nexus. What do you mean? Stop with these questions, Hild. The longer you stay in Aphis, the more distraction you're causing me. Papa! Do you have any questions? Zum Schluss kommen. And you have asked enough, child. What do you plan to do now? I need to contemplate what you've just said. Minerva taught me not to make decisions on impulse. I may not fully understand what you mean, but I'll find the answer. I see. Looks like you might have made some progress after all. All right, enough talk. Let's get the spark and leave this place. Yes, sir. So, what led you to search for the spark? To help the adherents remove the curse. Once we leave the Glittering Deeps, I'll go with you. I'd like to meet this Minerva you told me about earlier. After that, you are to obey your orders and report back to Ludwig. Understand? Papa, I can help you! You know I can! I just did! The first rule of frontline combat? Obey your commander's orders. Yes, sir.
Aber wir sind doch schon hier, weil wir nicht gehört haben. Take it, but be careful. It holds great power, but it also is very sensitive. Even the slightest magical wave will set off a strong reaction. Now we just have to find the exit. Still going. Be careful. The Abyss brings unfathomable danger, but it can also be a new opportunity. Even if there is a price to pay in the darkness, we must persist with courage. I believe that the key to changing Aethys lies here. Like she's coming around. I should go. Kid, if you do anything to hurt her. Sir, I told you before. Don't worry. She's been kind to me. I never hurt her. If you really want to repay her, tell her to go back to Ambari as soon as possible. Sir, are you... Hilda, you're finally awake. Are you all right? You look fine. Phew. At least I don't have to worry about your father now. Where's Pa? Where's the commander? He had some minor injuries, but could still move around fine. He left in a hurry after bringing you here. This is the part where you thank me, and we no longer owe each other a debt? Wait, how long's it been since he left? A while now. He couldn't take you with him, so he asked me to take care of you instead. That can't be right. He knows you. He wouldn't trust you to take care of me. Ouch! That was hurtful. Maybe he was touched by my sincerity. All right. He did wait till you were almost awake before leaving. He is not easy to be around, by the way. He left? Just like that? Did he say anything? He said he won't involve you in the troubles in Aethys and ordered me to ensure that you leave. But I'm not a soldier. I don't have to obey his orders. And you've done so much to help me. So don't worry. I'll respect your decision. Thank you. After all, I'm in no rush to go back. So apart from you taking me back to Ambari in shackles, I'm willing to cooperate with you on everything else. And now you're trying to bargain with me. Damn it. He said he'd go to see Minerva with me. You talking about your father? He seemed to be in a hurry when he left. He must have his reasons for leaving. Take all the time you need. I'll be right here if you need me.